Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS Exchange. Wir schreiben Mittwoch, den 12. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Traders Media GmbH und die LS Exchange haben wir heute natürlich wieder spannende Themen vorbereitet. Das Ganze im Interview mit unserem Händler Erdem in Düsseldorf, den schalte ich gleich zu. Zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, nur reine Informationsgestaltung ist. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehmen wir den Erdem dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, vielmehr schon Mahlzeit, die Hälfte des Handelstages ist rum. Wir hatten gestern mal wieder einen positiven Tag. Das ist schon der dritte in Folge gewesen. Und auch die US-Indizes waren im Plus. Dann lag es ja fast auf der Hand, dass der DAX da nochmal eine Schippe drauflegt, oder? Das ist richtig. Wir haben ja letzte Woche ja nach den Arbeitsmarktzahlen in den USA haben wir ja einen richtig großen Dämpfer bekommen. Der Markt ist ja bis auf fast 15.500 dann runtergegangen. Danach die Tage haben wir uns dann erholt. Hintergrund war da, dass halt die Arbeitsmarktzahlen besser ausgefallen sind als erwartet. Und das hat dann halt die Fantasie, dass man halt mit den Zinserhöhungen dann aufhören würde oder halt eventuell auch Zinssetzungen sehen würde, halt in Luft aufgelöst. Und daraufhin halt haben wir einen Verkäufer eingesetzt, haben den Markt dann richtig nach unten gedrückt. Aber die letzten Tage haben dann halt auch die ganzen Zahlen, die dann halt auch reingekommen sind, haben dann auch gezeigt, dass halt dass die Fantasie noch nicht komplett raus ist aus dem Markt. Und man hangelt sich jetzt von Zahlen und Zahlen. Und wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, dann kauft man in den Markt. Und wir sind ja jetzt gerade jetzt auf Schlagdistanz zu 16.000. Wir sind ja knapp drunter bei 15.922 aktuell. Ja, und dann, wir werden ja gleich noch die Inflationszahlen dann mitbekommen. Es geht ja um die Verbraucherpreise. Und dann werden wir mal schauen, was dann der Markt aus diesen Zahlen dann machen wird. Ja, das sind so die Eckdaten und Rahmenbedingungen für den Markt, aber es gibt natürlich auch von Einzelunternehmen Schlagzeilen. Wir haben heute mal die Tops und Flops mitgebracht und da steht ganz oben die Zalando und die hat tatsächlich im Gleichschritt mit Amazon jetzt Zähne gezeigt und sich gegen ein EU-Urteil gewehrt. Genau, die EU hat ja ein neues Gesetz versucht zu erlassen, ist ja noch nicht so spruchreif, ist ja noch nicht durch. Es geht ja darum, dass halt Unternehmen, die halt groß genug sind, systemrelevant sind in dem Falle, als Großhändler, als Internethändler, dann halt ihre Geschäfte dann dementsprechend absichern und gegebenenfalls auch einschränken sollen. Es geht darum, wenn man mehr als 45 Millionen Nutzer hat. Und Amazon hat sich dagegen gewehrt, hat dann gesagt, das wäre halt kein Großunternehmen im klassischen Sinne, weil die halt ja auch nur Einzelhandel betreiben würden und halt mit ihren Privatkunden in Verbindung treten würden. Die haben sich dann eher verglichen mit halt Einzelhändlern klassischer Natur. Das wären zum Beispiel die ganzen Supermarktbetreiber und haben dann dagegen auch geklagt. Und Zalando hat aber schon vor einem Monat dagegen geklagt. Es geht da darum, dass man dann auch dann in einen Topf geschmissen wird mit großen Unternehmen aus der Internetbranche, wie zum Beispiel TikTok oder Google oder halt auch Wikipedia. Und dieses neue Gesetz, das über digitale Dienste, soll dann halt Bezug nehmen auf mehr Risikomanagement und auf Transparenz und dagegen wehrt man sich dagegen. Ja, und das zeigt sich im Aktienkurs, dass dieses Wehren dagegen sehr gut ankommt bei den Anlegern und Anlegerinnen. Der Kurs über 10% im Plus und auf Sicht für mittelfristigen Zeitebene ist das aber auch nur so eine kleine Gegenreaktion bisher, oder? Das ist richtig. Wir haben ja schon gesehen, dass die Zalando-Aktie ja damals, als es die ganzen Corona-Lockdowns gab und die Menschen halt keine anderen Möglichkeiten hatten, an Waren zu kommen und das alles über Internet gemacht haben, hat ja Zalando einen richtig schönen Sprung gemacht, ist über die 100-Euro-Marke dann gegangen. Und nachdem halt diese ganzen Corona-Beschränkungen mehr oder weniger dann aufgeweicht und dann zum Schluss dann komplett weggefallen sind, ist die ja dann runtergefallen bis auf 20 Euro knapp. Und dann haben sich dann wieder nach oben bewegt, waren dann wieder etwas mehr als 40 Euro wert und dann sind dann wieder Richtung Süden abgedreht. Ja, und heute sind wir halt knapp 11% im Plus, gerade bei der Zalando. Wir haben die aktuell jetzt bei 28,82, das sind 11,6% sogar. Das hängt zum einen mit diesem Gerichtsurteil zusammen, aber zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass halt ein Mitbewerber heute Zahlen vorgelegt hat. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Ich werde es jetzt nicht mal vorwegnehmen.
Und die Wir Zahlen, haben die es waren schon im natürlich, Bild. die Zahlen waren natürlich bombastisch und daraufhin hat die Zalando-Aktie auch natürlich die ganze Bewegung nach oben dann mitgemacht. Und es waren auch in letzter Zeit ja auch sehr viele Shortseller unterwegs in der Zalando und man geht jetzt davon aus, dass sie halt die Reißleine gezogen haben und dann die Aktie zurückgekauft haben, um die Position zu schließen. Und ja, das Ergebnis haben wir jetzt 11,6% im Plus und bei 28,82 immer noch die Aktie. Genau, ich hatte schon das Bild gehalten, die Aktie, über die wir auch noch sprechen wollen, die About You, 30% plus, aber auch da eher eine Gegenreaktion bisher. Das ist auch eher eine Gegenreaktion, genau. Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, ist About You natürlich es ist für die Anleger, die halt vom ersten Tag an dabei sind, damals gezeichnet haben. About You ist ja 2021 an die Börse gegangen. Da war der Ausgabekurs bei 23 Euro. Der erste Kurs war bei der 25,60 Euro. Und danach ist sie ja mehr oder weniger kontinuierlich nur gefallen. Und heute haben wir einen Plus von knapp 31% jetzt bei uns auf der LSX-Seite. Das ist ein Plus von 1,38 Euro, 1,39 Euro fast bei der Aktie. Das ist natürlich ein sehr gutes, gewichtiges Wort. About You stand ja die ganze Zeit ja mehr oder weniger im Schatten von Zalando, sei es von der Größe her oder sei es auch von der Bekanntheit her. Ist ja im Jahre 2014 als ein Tochterunternehmen von Otto gegründet worden und hat sich dann auch im Internet Modehändler, Bekleidungsdienstleister dann halt sich einen Namen gemacht. Aber wie gesagt, halt wurde halt immer so als jetzt kleinerer Konkurrent von Zalando wahrgenommen und war dann bis jetzt auch defizitär. Ja, und heute haben sie halt die Zahlen bekannt gegeben und die haben dann zum ersten Mal einen Quartalsgewinn erwirtschaftet. Ja, und daraufhin ist die Aktie natürlich jetzt auch von Anfang an dann nach oben gegangen und die hält sich immer noch oben. Wir bewegen uns mehr oder weniger in Schlagweite des Tageshochs. Also das heißt, da ist ziemlich viel Druck, was dann die Aktie nach oben treibt. Und genau wie bei Zalando geht man davon aus, dass da auch die Shortseller halt mehr oder weniger jetzt einfach auch die Reißleine ziehen und dann die erste Position zumachen. Aber wie am Anfang auch gesagt, wenn man halt Aktionär die erste Stunde ist, ist das natürlich, ja, ist zwar schön, aber ist noch nicht ausreichend. Ja, bei anderen Werten, da sind wahrscheinlich nicht so viele Shortseller dabei, denn da läuft es fast wie auf Schienen, wobei fährt ja eher auf der Straße der Porsche. Da wurden im ersten Halbjahr deutlich mehr Fahrzeuge verkauft und das kommt bei der Aktie heute auch gut an. Das kommt sehr gut an. Die Porsche-Aktie ist ja natürlich, ist ja im VW-Konzern, ist ja mittlerweile nicht mehr selbstständig, sondern ist ja eingegliedert in den VW-Konzern, hat aber auch trotzdem da auch eine Sonderstellung, ist ja die Renditeperle, wenn man so sagen will. Ist halt die Marke, die halt die meiste Umsatzrendite erwirtschaftet, mit Abstand. Und die haben dann bekannt gegeben, dass sie dann von Januar bis Juni, also im ersten Halbjahr, 167.354 Fahrzeuge ausgeliefert haben. Das sind rund 15% mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Und wenn man sich mal so den Produktmix mal anschaut, was sie dann da alles in diesen Zahlen damit drin sitzt, dann sieht man, dass es halt immer noch sehr gefragt sind, die SUVs. Man sieht zum Beispiel, dass halt der kleinere SUV von Porsche, der Macan, der hat einen Plus von 26% gehabt. Der Cayenne hat einen Plus von 12%. Das klassische Modell der 911 hat einen Plus von 21%. Und man sieht, dass die klassischen Modelle auch mitgefragt werden mit den SUVs. Und das Einzige, was da halt so als Wermutstropfen dahin kommt, das einzige voll elektronische Modell, was die haben, der Taycan, hat ein Minus von 5%, aber das wurde jetzt damit begründet, dass halt die Lieferketten gestört waren, dass die Teile nicht bekommen haben, zum Beispiel, dass auch die Chips gefehlt haben. Und man sieht schon daraus, also die Automobilwelt ist ja auch in zwei geteilt. Das heißt, alles, was Luxus ist im oberen Preissegment, ist, das läuft. Und alles, was sich am Massenmarkt dann rumtummelt und das kämpft dann halt um jeden verkauften Stück, was sie dann da auch haben, und das ist auch nicht diese renditeträchtige Bereich, wo sie dann rumtummeln. Aber davon ist Porsche nicht berührt und die Aktie hat dann jetzt also wir haben ja zwei Porsches momentan ja an der Börse. Wir haben einmal die Porsche Automobil Holding und die ist jetzt gerade bei 53,17 Euro und wir haben ja auch die Porsche Automobile und die ist ja noch nicht so lange dabei. Die ist erst im September letzten Jahres an die Börse gegangen. Und die ist, ich habe mal kurz mal ganz schnell,
raussuchen. So, dann haben wir die Aktie jetzt auch bei 113 gerade. Und man sieht, dass da auch die Zahlen halt wahrgenommen worden sind, aber man hat das auch mehr oder weniger so erwartet und deswegen ist auch die große Bewegung ausgeblieben. Ja, genau, von der ist auch die Ergebnisentwicklung hier dargestellt. Die Margen sollen noch mal ein bisschen unter Druck kommen, aber die Umsätze sollen weiter anziehen, insbesondere auch, weil die Technik ja voranschreitet. Zum Beispiel, das habe ich gefunden mit Fahrzeugfunktionen und Apple CarPlay, kann man sich jetzt auch die Sitzheizung gemütlicher einstellen. Genau. Also mittlerweile geht das ja dahin, dass man ja das Auto ja vernetzt mit allen möglichen, ja, mit allen möglichen Variationen halt. Und Apple ist natürlich auch ein ziemlich großer Player. Man will natürlich mit seinem, über sein Handy dann auch im Auto nicht nur Musik hören, sondern auch andere Funktionalitäten auch dann eventuell dann mitbedienen. Und da spielt Porsche ganz, ganz vorne mit und versuchen halt auch dementsprechend ihre Kundschaft, die dann auch sehr technikaffin ist, dann auch zu bedienen. Und ich denke mal, das ist halt der nächste Schritt, dass man dann nicht nur ein voll vernetztes Fahrzeug hat, sondern dass man auch über sein Handy dann halt auch auf sein Fahrzeug dann zurückgreifen kann und eventuell halt irgendwelche Einstellungen vorab schon nehmen kann, bevor man ins Auto steigt. Sprich zum Beispiel eine Standheizung wäre da zum Beispiel, was mir so spontan einfallen würde, oder halt, keine Ahnung, die Klimaanlage schon mal einschalten. Das sind halt alles so Funktionen, die werden jetzt von Porsche dann über diese Apples CarPlay wird dann halt mit integriert. Wie weit das jetzt Ja. dann kommt, ist natürlich jetzt auch momentan erstmal ja Spekulation, weil das ja noch nicht ausgeliefert worden ist. Aber das denke ich mal, in ein paar Monaten oder im halben Jahr oder spätestens werden wir dann wissen, was da alles möglich ist, was alles machbar ist, was man da auch alles benutzen kann. Ja, und das gibt es ja bei anderen Automobilen auch, dieses CarPlay. Also vielleicht setzt sich das dann da auch durch. Da braucht es natürlich auch die entsprechenden Chips, um das schnell umzusetzen. Das lässt uns nochmal den Blick auf Infineon werfen. Da gibt es tatsächlich eine Hochstufung. Das ist eine von vielen, wenn man sich die Analystenratings anschaut. Die Aktie ist echt beliebt. Genau. Infineon ist heute von Jefferies hochgestuft worden. Die haben den Kursziel von 28 auf 40 Euro dann hochgehoben. Was in meinen Augen keine große Kunst war. Die Aktie hat gestern geschlossen bei 36,55. Also da war man schon kurz davor in Schlagdistanz, würde man sagen. Trotzdem hat die Aktie heute eine schöne Bewegung nach oben gemacht. Wir sind jetzt knapp 3% im Plus. Bei 37,58 ist die Aktie. Und man hat auch die Empfehlung von Underperform auf Hold holt hochgenommen. Und Jefferies hat auch die komplette Chip-Branche dann hochgestuft. Dann ist zum Beispiel so ein Extron oder ST Micro oder ASML. Alles, was nicht nur Chips dann liefert, sondern auch die Komponenten, damit man Chips herstellen kann, die Maschinen liefert. Und die gehen jetzt davon aus, dass man der nächste Aufschwung jetzt beginnt. So ist die Überschrift dieser Analyse. Und dass man halt in den nächsten 2 Jahren damit rechnet, dass die Branche dann halt überdurchschnittlich sich entwickeln wird und da Infineon sich da auch ja sehr gut positioniert hat, auch sehr viele Automobilhersteller noch liefert. Und künstliche Intelligenz spielt ja jetzt mittlerweile auch eine sehr große Rolle bei den Technikunternehmen, speziell bei den Chipherstellern. Ist das natürlich auch gerechtfertigt, dass dieser Aufschlag dann stattfindet. Und ja, wie gesagt, wenn man sich mal anschaut, wo die Infineon damals, als sie an die Börse gekommen sind und wo die halt vor 20 Jahren dann mal gestanden haben, ist natürlich eine sehr, sehr gute Bewegung, eine sehr schöne Bewegung. Und wenn wir auch nicht so lange zurückgehen wollen, wir haben ja schon letztes Jahr die Aktie bei knapp 30 Euro dann gesehen, oder Entschuldigung, bei knapp 20 Euro gesehen. Und wenn man da den Mut hatte, da einzusteigen, hat man jetzt schon knapp einen Verdoppler und denkt mal, dass da auch noch sehr viel Optimismus für die Zukunft vorhanden ist. Ja, das haben wir auch bei vielen amerikanischen Werten gesehen, die ja teilweise runtergeprügelt wurden letztes Jahr. Wir bringen nochmal die Meta-Plattforms hier mit rein. Die war unter 100 zu erhalten und jetzt bei 271 ist schon eine grandiose Performance. Und da macht Mark Zuckerberg scheinbar momentan alles richtig. Also nicht nur die Datenbrille, sondern auch der Twitter-Klon, der gestartet ist mit 30 Millionen Nutzern in den USA, der läuft richtig gut an. Das läuft sehr gut an. Man hat ja geschafft, innerhalb von 5 Tagen 100 Millionen Nutzer dann auf diesen, ja, sag mal, Twitter-Rivalen oder Twitter-Klon, je nachdem, wie man es nennen will, draufzuziehen. Meta ist ja vor einem Jahr, knapp einem Jahr, ist ja mehr oder weniger richtig schön unter die Räder gekommen, weil die damals ja diesen Metaverse entwickeln wollten mit dieser Datenbrille und das ist dann halt nicht so gut angekommen. Da waren die Kosten sind dann mehr oder weniger erstmal aus dem Ruder gelaufen, dann hat man dagegen gesteuert, hat Mitarbeiter entlassen, hat dann ein paar Projekte dann halt
wo man sich dann nicht so viel Hoffnung gemacht hat, dann wieder zugemacht. Aber jetzt scheint man mit diesem Twitter-Klon dann halt an Trades, nennt sich das auch übrigens, hat man wohl ein Produkt jetzt an den Markt gebracht, was halt auch sehr viel erwartet haben. Twitter war ja, was halt Nachrichtendienste ging, hochwertige Nachrichtendienste ging, war ja halt der Platzhirsch, bis halt die Übernahme von Elon Musk dann stattgefunden hat, 44 Milliarden. Und seitdem ist halt eine sehr, sehr große Unruhe reingekommen. Man hat dann Kunden, Nutzer und Mitarbeiter mehr oder weniger regelrecht vergrault, vom Kopf gestoßen. Und auch Werbekunden hat man ja mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen. Und die Nutzerzahlen sind halt, die wurden am Anfang angegeben bei 230 Millionen, dann hat man nur noch bei 206 gelegen und mittlerweile gibt man gar keine Nutzerzahlen mehr raus. Das wird dann auch nur noch per Stichproben von irgendwelchen Analysefirmen dann halt dann auch hochgerechnet. Und wenn man jetzt schaffen sollte, wenn Meta jetzt das schaffen sollte, was sie jetzt gemacht haben, das hat Trades ja mit Instagram ja vernetzt und da konnte man ja auch direkt seine Nutzer ja mit rübernehmen. Ich denke mal, dass da auch einen sehr großer Hebel dann drin steht, dass man dann auch irgendwann mal anfangen wird, dann richtig schön Geld zu verdienen und dass die Aktie dann noch mehr dann nach oben treiben könnte. Es gibt da zum Beispiel eine Analyse, die dann gesagt hat, wenn man dann schaffen würde, halt 200 Millionen Nutzer da drauf zu bringen und dementsprechend Werbung zu schalten, dass man noch dann profitabel wäre und dann auch Geld verdienen würde. Ob es jetzt so ist, ist momentan noch sehr früh zu sagen, wie gesagt, das Produkt ist erst letzten Donnerstag an den Markt gekommen, aber nicht in Europa, weil wir dann auch immer noch, wie bei Amazon und auch bei Zalando halt in diesem digitalen Akt dann immer noch abwarten will, wie da dann die letztendlich dann das ausgeht. Aber wenn diese Erfolge sich einstellen sollte, dann wird man, denke ich mal, an europäischen Märkten auch nicht dran vorbeikommen und dann musst du auch hier einführen. Ich bin auch sehr gespannt, ob man daraus viel Geld generieren kann, denn Twitter hatte ja viele Jahre das Problem, gar kein Geld zu verdienen mit Kurznachrichten. Aber ja, mittlerweile gibt es ja auch dort verifizierte Accounts. Ich glaube 16,99 im Monat, dann kriegt man ein blaues Häkchen und kann da sich quasi von Spam relativ freikaufen. Lass es mich mal so formulieren. Weitere Unternehmen gibt es natürlich auch noch in der Berichterstattung. Wir haben in dieser Woche noch die Citi, Wells Fargo, dann BlackRock und die JP Morgan als Start in die Quartalssaison am Freitag. Das heißt, morgen noch mal ein bisschen ruhiger und heute, wie gesagt, die Erzeugerpreise. Entschuldigung, morgen die Erzeugerpreise, heute die Verbraucherpreise sowie das Fed Basebook am Abend und weitere Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Ab morgen übrigens Dirk Frischewski, einige Tage hier meine Vertretung und ich sage danke an dich, Erdem, und bis bald. Danke, Andreas. Bis bald.